Gerade in den herausfordernden Zeiten ist es für die Anwenderunternehmen unheimlich wichtig, eine effiziente und gut funktionierende IT-Infrastruktur zu betreiben. Das ist jedoch gar nicht so einfach, weil viele Unternehmen nach wie vor viel Legacy im Einsatz haben und zusehen müssen, diese alten Strukturen zu modernisieren. Das wird unser Thema heute sein und ich begrüße ganz herzlich Kai Wehner. Er ist Field CTO von der Firma Confluent. Hallo Kai, schön, dass du heute hier bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Ja, super. Steigen wir gleich ins Thema ein. Ein großer Teil der Unternehmen, die wir für unsere Studie Legacy Modernisierung 2022 befragt haben, sind nur mäßig mit ihrer IT-Infrastruktur zufrieden. Die am häufigsten vergebene Gesamtschulnote war gerade mal eine 3. Wie lässt sich denn aus deiner Sicht die Zufriedenheit kurzfristig verbessern? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen die Integration einfacher zu machen und zum zweiten sollten trotzdem die Daten konsistent sein. Das ein bisschen mehr zu erläutern, wie macht man das Ganze einfach? Naja, indem man auch bei einer IT-Modernisierung nicht einfach versucht, die alten Teams mit ihren Technologien abzulösen, sondern es zu integrieren. Man kann nicht von heute auf morgen komplett umbauen auf eine neue Technologie, sondern das ist ein Schritt-für-Schritt-Approach, den man hier umsetzen muss. Dabei muss aber trotzdem die Datenkonsistenz gewährleistet sein, weil eben gewisse Altsysteme zum Beispiel immer noch auf File-Schnittstellen basieren oder irgendeinen alten Message-Broker einsetzen oder eine alte API-Schnittstelle. Und das ist genau diese Challenge, die wir beim Unternehmen normalerweise sehen, dass man zwar modernisieren möchte und muss, aber trotzdem die Altsysteme dabei mit integrieren muss, weil man nicht von heute auf morgen alles umschalten kann. Und damit macht man dann auch die Nutzer zufriedener, weil man nicht den Druck hat, von heute auf morgen wechseln zu müssen. Und ohne diesen Zeitdruck klappt dann auch die mittelfristige Integration und Modernisierung besser. Dass geschäftskritische Bestandssysteme regelmäßig modernisiert werden müssen, sehen die von uns befragten Unternehmen überwiegend als wichtig an. Wie sollte denn solch eine Legacy-Modernisierung konkret aussehen, Schritt für Schritt? Das ist tatsächlich auch schon in der Frage der wichtigste Punkt, denke ich, Schritt für Schritt. Also ein Big Bang klappt fast nie. Man sollte sich überlegen, wie man so eine Modernisierung über die Zeit stemmt und womit man anfängt. Idealerweise vielleicht mit den einfacheren Themen zuerst und nicht mit dem allerkritischsten sofort. Und dann muss man aber auch aufpassen, dass man selbst bei einzelnen Anwendungen diese nur Schritt für Schritt migriert, zum Beispiel einzelne Funktionen. Und das zweite Thema ist dabei, bei so einer Frage, muss ich das Ganze trotzdem kontinuierlich laufen lassen? Wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte zwar verschiedene Schnittstellen modernisieren, aber mein Kernbankensystem läuft immerhin noch auf dem Mainframe, dann ist das eine kontinuierliche Migration, die aber immer noch läuft über die nächsten Jahre. Oder plane ich wirklich einen Cutover, wo ich ein Altsystem komplett ablöse? Bei beiden Schritten gilt aber trotzdem diese Schritt-für-Schritt-Integration, zum Beispiel auch mit Themen wie modernes A/B-Testing, also wo ich eben nicht alle Datensätze sofort migriere. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich eben neue Mobile-Apps direkt an die neue Version der Anwendung anschließe, die alten Papierprozesse, die noch in der Bank zum Beispiel laufen, aber immer noch gegen das Altsystem laufen lasse. Und auf diese Weise gibt es sowohl aus technischer und auch aus organisatorischer Sicht mehrere Möglichkeiten, wie ich so eine Schritt-für-Schritt-Modernisierung einfach und erfolgreich umsetzen kann. Wie können denn Cloud-Services den Unternehmen bei ihren Modernisierungsvorhaben helfen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage und mittlerweile hat sich hier auch die Meinung im Vergleich zu den letzten Jahren ein bisschen geändert, weil man mehr Erfahrungen hat. Die Kernthematik in der Cloud ist einfach, dass ich eine Infrastruktur schaffe, die flexibler und agiler ist und auch elastisch zum Skalieren. Das heißt, letztendlich der Mehrwert ist, dass ich der Endnutzer nicht mehr um die Infrastruktur und den Betrieb kümmern muss, sondern den Fokus auf Integrations- oder Anwendungslogik setzen kann. Und das ist der richtige Mehrwert von der Cloud. Und dadurch kann ich dann eben zum Beispiel innovativer an neue Projekte herangehen, weil ich mich nicht um die Infrastruktur kümmern muss. Das ist die größte Challenge, die wir im Datencenter sehen, dass erst neue Hardware bestellt werden muss, dass ich das ganze Thema installieren und dann auch selbst betreiben muss. Solche Themen sind unheimlich einfach in der Cloud und ich kann auch klein anfangen, weil es eben Software as a Service ist und dann beliebig skalieren hoch und runter, sodass ich auch für größere Datenausnutzungen das Ganze später beliebig skalieren kann, ohne nochmal Hand anlegen zu müssen. Wenn jetzt Unternehmen an so ein Projekt herangehen, was sind denn deine drei Top-Tipps für eine erfolgreiche Legacy-Modernisierung? Also das allerwichtigste Thema, glaube ich, ist wirklich Hybrid First. Viele Kunden haben eine Cloud-First-Strategie, die sinnvoll ist für neue Projekte.
Projekte aus den gerade genannten Mehrwerten. Allerdings heißt das eben nicht, dass alles direkt in die Cloud fließen kann, sondern dass ich eben meine On-Premise-Infrastruktur mit Cloud-Infrastruktur verbinden muss. Also alt und neu muss erstmal zusammenlaufen. Das ist die erste wichtige Lesson learned, um eine IT-Modernisierung erfolgreich zu machen, sowohl für die ersten Projekte kurzfristig, aber dann auch für die strategische langfristige Entwicklung. Der zweite wichtige Punkt, hört sich trivial an, wird aber oft nicht gemacht, testen, testen, testen. Man muss einfach sinnvoll überlegen in ersten Schritten, wie kann ich das Ganze auch prüfen, ob diese Integration und Modernisierung wirklich auch nachher läuft, wie sie soll. Kommen alle Daten vom Mainframe auch in der Cloud an zum Beispiel? Und wie monitore ich das Ganze? Wie kann ich hier Fehler behandeln? Das sind alles Fragen, die muss ich vorher testen und nicht erst, wenn das Ganze dann schon in Produktion migriert wurde. Und der dritte Punkt, auch eine ganz große Empfehlung, immer automatisieren und API first. Es scheitert immer am Menschen und deswegen sollte man es automatisieren, sodass später garantiert werden kann, dass ich das Ganze wirklich in sinnvollen Weisen automatisch umsetzen kann und dann aber auch dementsprechend automatisieren und testen kann und auch damit skalieren kann, weil ich eben mehrere Integrationen und Modernisierungen dann auf dieselbe Weise mit denselben Technologien umsetzen kann. Also zusammengefasst Automatisierung, testen und das Ganze in der Regel Hybrid mit dem Ziel, neue Anwendungen in der Cloud zu deployen. Kai, vielen herzlichen Dank für deine spannenden Einsichten und Tipps. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne, vielen Dank.